Was im Sommer für viele das Inline-Skaten ist, im Winter für andere das Schlittschuhlaufen. Geht es auf den Rollen meist geradeaus, sind es auf dem Eis eher Runden, die auf Kufen zur Musik gedreht werden. Wer das nicht mag, versucht mit einem Eisstock Spaß auf dem glatten Element zu haben. Diese und noch mehr Vergnügen wird dieses Jahr auch wieder die beliebte Zwickauer Eisbahn bieten. Nach einjähriger Pause und Standortsuche kann in Zwickau in diesem Winter wieder Eislaufen gegangen werden. An traditionsreicher und altbekannter Stätte eröffnet am 21. November, dem Buß- und Bettag, die Eisbahn am ehemaligen Erlenbad in der Udestraße. Bis zum 3. März soll die Saison dauern. Die Besucher erwartet eine 800 Quadratmeter große Eisfläche, zwei Eisstockbahnen und beheizte Umkleide- und Toilettencontainer. Ein etwa 100 Sitzplätze bietendes Zelt soll mit Speis und Trank zum Verweilen einladen. Die Veranstalter hoffen natürlich auf regen Besuch und haben wie einst in der Stadtmitte gute Zugangsbedingungen. Ja, wir freuen uns natürlich, dass es so ist, dass wir genügend Parkplätze vor dem Urbinäum haben und dass es aufgrund, dass das historische Dorf ja direkt angeschlossen ist an diesen Freizeit- und Erlebnispark, auch die Möglichkeit gibt, das erste Mal am McFit oder am dänischen Bettenlager zu parken und dann kannst du auch von hinten in das Gelände laufen. Das war ja früher noch nie möglich. Also hast du zwei Seiten, wo du entspannt parken kannst, kannst ranlaufen. Es ist ein ganz neues Lichtsystem, also es wird anders sein, als es die Leute noch vor zwei Jahren in Erinnerung hatten, wo man ja doch in ein eher dunkles Gelände gekommen ist, wird es jetzt genau das Gegenteil sein. Neben den Zuarbeiten der Stadt haben die Eisbahnbetreiber nach eigenen Angaben eine sechsstellige Summe in das Freizeitangebot investiert. Doch was wird aus der Multifunktionsfläche, wenn die Eislaufsaison vorbei ist, wie im kommenden Sommer? Es laufen Gespräche, jetzt auch zwischen uns und zwischen der Stadt und dem Sportamt. Ich denke, da gibt es gute Ansätze. Aber im Augenblick, wenn ich jetzt mal auf das Gelände sehe, wie es im Augenblick aussieht, habe ich genügend damit zu tun, alles so umzusetzen, dass es am 21. November losgehen kann. Und ich denke, im Laufe der Zeit wird man sich dann auch zusammensetzen und, denke ich, auch eine gute Lösung finden, wie man hier das neu geschaffene Gesamtareal mit BMX-Strecke mit historischem Dorf zu einer Belebung im Sommer bringen wird. Zurück zum winterlichen Vergnügen auf dem Eis. Da reizt es auch viele, dem Puck hinterher zu jagen. Wir haben das Thema Eishockey natürlich schon nicht auf dem Platz der Völkerfreundschaft gehabt. Da war das ein Sicherheitsthema mit den daneben stehenden Autos. Wir haben Netze, man muss sehen, wie man das im Laufe der Saison macht mit dem Thema Eishockey. Ich weiß, dass da ganz große Interessen gibt, aber wir haben jetzt daneben das neue Urbinäum, also das müsste geschützt werden. Also ich glaube, das wäre dann der zweite Schritt, aber man sollte nie, nie sagen. Aber auch sonst gibt es ausreichend Möglichkeiten, sich auf dem Eis zu tummeln. Ja, wir wollen also die Tradition aufgreifen. Du hast gesagt, seit 1956 wird es hier als Eisstadion Zwickau bezeichnet. Das Gelände. Und wir werden natürlich als allererstes wieder mit unserem Standort anfangen. Das heißt Eislaufen für jedermann, 800 Quadratmeter Eisfläche, wo wir auch Kurse anbieten für jemanden, der es noch nicht kann. So. Und werden natürlich dann daneben, die daneben liegende Eisstockschießbahn nutzen, wieder für verschiedene Events, vielleicht auch für unsere große Eisstocktrophy in Zwickau. Das werden so erstmal die ersten Dinge sein, mit denen wir sportlich starten werden. Auch wenn das Eisaggregat Temperaturen bis zu 15 Grad plus ausgleichen kann, bleibt doch der Wunsch nach einem hoffentlich schön frostigen Winter.